Der FC Luzern hat es also geschafft, ist im Cup-Halbfinale dank dem 2-0-Sieg hier daheim gegen Lausanne. Und bei mir ist der Goalschütz zum 1-0, der Dimitar Rangelhoff. Ja, Dimitar, Gratulation, es ist geschafft. Ich glaube, verdienter Sieg heute. Aus deiner Sicht hast du das auch so gesehen? Ja, erstmal Dankeschön an unsere Fans, dass die wiedergekommen sind an die schlechte Wetter und die Unterstützung uns haben. Ja, das Spiel war richtig schwer. Wir haben das so erwartet. Erste Halbzeit war richtig schwer. Wir sind kaum zum Torschanze gekommen. Aber zweite Halbzeit, wir haben die ein bisschen Gas gegeben und am Ende die gute Resultate ist gekommen. Wie war das möglich, die Leistungssteigerung nach der Pause? Hat der Trainer in der Kabine auch ein bisschen Gas gegeben? Naja, wir wussten ganz genau, was uns erwartet, zweite Halbzeit. Und wir haben eigentlich unseren Spielstil gespielt. Und wir wussten ganz genau, was wir machen müssen. Wir haben das getan und wir sind weitergekommen. Und dann das 1-0, wieder mit dem Kopf. Beschreibe dir das Tor aus deiner Sicht. Naja, eine super Flanke von Salisar. Ich sollte einfach nur dorthin laufen und nicht so viel überlegen. Und das war richtig schön. Du wirst langsam zum Kopfballungeheuer. Ah ja, ich kann das nicht ganz genau sagen. Okay, und jetzt Halbfinal. Wen würdest du dir am ehesten wünschen, am liebsten? Es ist eigentlich egal, weil wir sollen gegen einen guten Gegner spielen, wenn wir zum Finale gehen wollen. Und wie gesagt, für uns ist es egal. Wir sollen einfach treu bleiben auf das, was wir machen. Okay, Gratulation zum Tor und zum Sieg, Dimitar Rangelhoff. Danke, schönen Abend noch. Gleichfalls, merci. Zweit also der Goalschütz zum 1-0, der Dimitar Rangelhoff.